Kapitel 9 Im Schatten des Walls. Erste Regel zum Überleben: Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Da ist die Stadtmauer. Okay, folge Melly. Okay, ist auf jeden Fall nichts, was wir mitnehmen können. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ja, hier haben wir nichts. Melly, machst du mal die Deine? Tür? Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Leute, sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Wo muss ich denn hin? Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Ich sag ja, eine Minimap oder so wäre jetzt ganz cool. Oder zumindest irgendwas, dass man wüsste, wo man hin muss. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Oh, das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Erreiche die Universität. Hier kann ich anscheinend runter. Aber wo ist die Universität? Dann nicht da hinten geradeaus, oder? Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Klar schaffst du das. Sobald wir wissen, wo wir hin müssen. Bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut. Wir packen nur ein paar Sachen. Peter, lass die Teller stehen und hol lieber warme Kleidung. Verdammte Bourgeoisie. Okay. Die Frage ist ja, wie gesagt, wo muss ich hier durch? Also rum, also hin. Da war doch gerade noch was. Was ich aber nicht nehmen kann, wenn ich davor stehe. Okay.
Weiß nicht, ob ich da Vorsicht. Hinten muss. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis. Ich schätze, ich muss hier rum. Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Okay, wir haben jetzt hier aber nichts, wo wir... Doch, die Fackel können wir anzünden. Moment. Geh schön weg. So, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis er nochmal hier gewesen ist, damit ich mich dann auf die Socken machen kann. Schön umdrehen. So ist brav. Okay, ich komme hier gar nicht rüber. Das war auf jeden Fall nicht so eine gute Idee. Ach so. Ah, ich glaube aber zu wissen, wie das gemeint war. Ist nicht dein Ernst, dass der da jetzt nicht drauf reagiert hat, ne? Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Da hätte ich den Kleinen für brauchen können. Elende Mistviecher! Lasst mich in Frieden! Haut ab! Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Sei doch leise, verdammt! Du weißt genau, was der Lord Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha! Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus! Ich habe hier nichts, was ich anzünden könnte. Ich habe auch keinen Krug. Das ist natürlich schlecht. Wenn ich den jetzt ermorde, bringt mir das natürlich auch nicht allzu viel. Aber der berührt sich hier auch keinen Millimeter.
weiß jetzt nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Wahrscheinlich werde ich jetzt dabei sterben. Ja, oder er ignoriert es einfach. Das geht natürlich auch. Super. Das ist genau das, was ich brauche. Okay, wenn ich den Typen jetzt aber umbringe, komme ich gar nicht an den Ratten vorbei, oder? Fressen, aber sie fressen nicht, oder? Ne, sie fressen noch nicht alle. Oder? Ah, geht ihr auch noch rüber? Okay. Immerhin etwas. Weg hier, ich brauche Platz. Kann ich hier nicht mit ein paar Tauben füttern oder so? Ist da irgendwas, was ich nehmen kann? Das sieht gut aus. Pulver und Kristalle. Würde ich sagen, stell mir hiervon noch mal einmal her. Okay, das wäre jetzt theoretisch auch noch Pulver. So, machen wir es so. Dann kann ich nämlich hiervon noch mehr mitnehmen. Den nehmen wir mal mit, weil ich denke mal, den werden wir wohl irgendwo gebrauchen können. Du bist auf jeden Fall keine Ratte. Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch gedacht. Bis auf das mit dem Leben. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Oh, Gott. Er hat recht, Anna. Ich bin geil. Geh fort von hier. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Ja, aber wie? Oh, okay, ich sehe schon. Hallo. Ach, ich kann jetzt nicht drücken wegen dem Stock, das jetzt... Ah, den kann ich aber ablegen, okay. Tut mir leid. Wieso kann ich das jetzt nicht anvisieren?
Hä? Greift das nicht? Wieso kann ich das nicht anvisieren? Gibt's denn da sonst noch irgendwas? Das sind nur Sachen, die ich reinholen kann. Ich stehe doch auf dem Stein. Ach, oder habe ich jetzt eben auf die falsche... Ganz ehrlich, dann habe ich das gar nicht gemerkt. Hey, wo ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Egal, dann muss es doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Jetzt will ich's genau wissen. Ich bilde mir das doch nicht zweimal. Okay. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Gerichtet. So sollte es nicht werden. Aber warum? Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Die Toten da, das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als die Ratten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich wollte dich festnehmen, aber ich bin wieder. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Ich hoffe, ich habe jetzt mein Pulver hier nicht umsonst verschossen. Ich sehe jetzt gerade keine andere Wahl, als den kaputt zu machen. Andererseits... Wie komme ich denn da rum? Also, hier vorne kann ich sowieso nicht rum. Wenn ich jetzt einen Stock hätte, dann müsste ich aber im Prinzip den ganzen Weg nochmal zurück. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch Blödsinn. Da müsste doch irgendwo hier vorne dann ein Stock sein. Achso, Moment. Oh, ich bin so blöd. Kann ich nicht nehmen? Verschlossen. Das liegt wohl an den ganzen Ratten da drin. Hier, so blöd bin ich dann wohl doch nicht. Steine, das ist schon mal gut. Hier komme ich nicht durch. Weil das Problem ist ja auch... Also von hier lang, vielleicht unter dem Galgen durch. Ja, ja, aber dann brauche ich eine Fackel und dafür bräuchte ich dann wiederum, es sei denn natürlich, ich schmeiße da jetzt das teure Zeug drauf. Einmal habe ich das noch, aber ich finde halt nicht so viel. Oh, Moment. Ich finde halt nicht so viel, dass ich das jetzt endlos lange machen könnte. Hm.
Also, ich habe jetzt nur einen einzigen Versuch. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Das heißt, ich muss doch ihn kaputt machen, ja? Dann zielt die nachher wieder nicht vernünftig. Aber sie gehen nicht dahin. Wegen dem Feuer. Verdammt. Ach, sowas habe ich mir schon gedacht. Ich könnte vielleicht einen der Gehängten von da oben runterholen. Nee, oder? Ernsthaft? Sicher, dass einer reicht? Gut. Ganz ruhig. Das klebt. Hier geht. Okay. Ach, da oben steht einer. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Schon wieder, oder nicht? Genug. Ja, hab ich euch. Sackgasse. Hilfe. Okay, okay, okay. Also, Sachen einsammeln. Stöckchen holen. Unu? Durch das Loch durch, oder? Da sind auch wieder Ratten, ne? Ich denke mal, ich muss durch das Loch durch. Was ist da unter... Oh. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Okay, hier ist auf jeden Fall erstmal wieder... Ah. Da hinten. Aber nicht damit. Okay. Da sind Stöcke. Na super. Gut, da ist ein Feuer. Da könnte ich hin. Ich würde natürlich gerne die Sachen hinten mitnehmen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich. Schnell noch ein paar Steine mitnehmen.
geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. So, geschafft hast du es aber noch nicht. Geschafft hast du es erst, wenn das Kapitel zu Ende ist. Hier ist nichts zum Einsammeln. Das ist sehr, sehr schlecht. Die Universität. Na bitte. Weiter. Sicher? Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Ich möchte, aber ich kann wahrscheinlich nicht. Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Okay, gut. Noch besser, dass das wie so eine Art Speicherraum, denke ich mal, behandelt wird, weil man hier nämlich was herstellen kann. So, Inventar der Tasche kann vergrößert werden. Das wäre natürlich super. Jetzt gucken wir mal eben. Oh, für die Bänder fehlen mir noch so viele von diesen Seilen, sind das, glaube ich. Ja, und da brauche ich unheimlich viel. Ja, dann würde ich sagen, vergrößere ich mal die Tasche. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay. Nur ein paar Münzen. Oh nein. Du hast da irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Das wird dich lehren. Ja, was lehren? gut. Jetzt kommen wir hier erstmal wieder. Jetzt haben wir allerdings... Da fast nichts mehr von. Da müssen wir auch nochmal was von machen. So, okay. Wo schiebe ich das Ding jetzt hin? Obwohl, ne, die dürfen schon auf den drauf. Dann gehe ich jetzt hier durch. So. Ein Fenster. Perfekt. Komme ich denn so zu dem Fenster? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst wäre es ja irgendwie witzlos, das Ganze hier, ne? So, die verbrennen wir mal. Die geht noch nach drüben. Ich hoffe, das reicht. Dann nichts wie weg hier. So. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Puh. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hä? Es könnte... Es ist zu wertvoll.
Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen.